Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Am 23. November spielte die U23 des FC Mecklenburgs gegen den SV Plate in Schwerin Sportpark Lankow das heiß ersehnte Stadtderby. Laut Tabelle würde ich sagen, erstmal Tabellenzweiter gegen FCM, der nicht ganz so weit oben in der Tabelle steht. Ich hoffe, das kriegen wir nach dem Spiel ein bisschen korrigiert. Wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet, haben uns ein bisschen was ausgedacht tatsächlich, haben den Gegner in diesem Fall auch mal analysiert. Ich hoffe, das trägt Früchte, wir stellen ein bisschen was um. Drück einfach uns die Daumen. Mit dem Anpfiff begannen beide Teams, ihr Spiel aufzubauen. Die Plater wurden mit zunehmendem Spielverlauf wesentlich zielstrebiger und so erzielte Brückmann nach akrobatischem Auftritt das 0:1. Die Gäste blieben weiter im Vorwärtsgang. Nach 27 Minuten erzielte Mack per Lupfer das 0:2 und brachte sein Team damit in ruhigeres Fahrwasser. Bis zur Halbzeitpause behielten die Plater die Spielkontrolle und blockten die Schweriner Angriffsbemühungen frühzeitig. Die Plater Abwehr kompensierte das Fehlen von R. Korwart und J. Brinkmann recht souverän und brachte das 0:2 verdient in die Halbzeit. SV Plate galt eindeutig als Favorit in dem Spiel. Mit 4:0 gewann die Mannschaft gegen den FC Mecklenburg. Mit zunehmend kalten Temperaturen beginnt dann auch die Hallensaison für den FCM. Also wir ziehen weitestgehend draußen durch, also es liegt auch bis an den Plätzen und Hallenkapazitäten. Also wir versuchen jetzt tatsächlich auch gerade die Winterzeit zu nutzen, halt, um ein paar andere Schwerpunkte zu setzen, auch mal in die Halle zu gehen, mal ein bisschen Futsal zu spielen, ein bisschen Athletik zu machen. Ansonsten versuchen wir, soweit es geht, also unsere Pflichtspiele über die Bühne zu kriegen. Das geht bis Mitte Dezember und dann ein bisschen Halle spielen und dann ist eigentlich schon wieder Vorbereitung auf die neue Saison. Am 30. November spielt der FCM U23 im Heimspiel gegen den Doberaner SV. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.